Willkommen, meine Freunde, zu Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Und Tiana und Tara stehen hier. Wir hatten ja schon im letzten Part einen längeren Dialog mit den beiden, beziehungsweise auch mit der ganzen Stadt, und hatten eine heiße Romanze mit Domwesel und Viridio. Ah, Zero. Ah, ihr kommt wie gerufen. Unsere Forschungen sind nahezu abgeschlossen. Morgen um die Zeit sind wir schon am halben Weg zum Riesengletscher. Echt? Ist das dein Ernst? Ja, ihr könnt euch freuen. Denn morgen werden wir alle zusammen unser großes Abenteuer machen. Oder beziehungsweise zum unser großen Abenteuer aufbrechen. Wo du gerade wir alle sagst. Ja, da gibt's ja so ein Problem. Nach Taraziana, wir müssen euch etwas sagen. Wie bitte? Einer von uns muss hier bleiben? Und kann nicht zum Riesengletscher? Und Viridium hat sich bereit erklärt, hier zu bleiben? Ja, ich fürchte, das ist die traurige Wirklichkeit. Einer muss sich zwar opfern, damit die anderen aufbrechen können. Aber das kann nicht angehen, dass das Viridium sein muss. Warum das denn? Ihr alle wisst ja sicherlich, dass Viridium nicht gerne mit anderen Freundschaft schließt. Ja, das wissen wir. Warum fragst du? Es gibt einen guten Grund für ihr Verhalten. Und das wäre? Also Viridium hatte mal einen Freund. Sein Name war Keldeo. Eines Tages brach er ganz allein zum Riesengletscher auf. Und seit jedem Tag ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er brach zum Riesengletscher auf? Viridium war schrecklich besorgt um ihn und verbrachte Tag um Tag mit der verzweifelten Suche nach Ausgangspunkten für sein Verschwinden. Doch so sehr sie sich auch bemühte, ihre Suche blieb ergebnislos. Einige Zeit später erhielt sie einen Brief. Der Absender war Keldeo. In dem Brief stand etwa Folgendes. In Wahrheit hatte ich nie vor, zum Riesengletscher anzusteuern. Mir war einfach jede Ausrede recht, um dich loszuwerden. Wir sind keine Freunde mehr. Am besten vergisst du mich einfach. Was? Er hatte nie die Absicht, zum Riesengletscher aufzubrechen. Aber wem kümmert das schon? Dieser olle Riesengletscher da. Was ist das denn für ein mieses Verhalten? Dieses Gefasel von wegen, ich wollte dich loswerden, bla bla. Und dann, wir sind keine Freunde mehr, echt unfassbar. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sehr dieser Brief Viridium verletzt haben muss. Die Fassungslosigkeit und der Wunsch, weiterhin an die Freundschaft zu glauben. All diese widersprüchlichen Gefühle in ihr verwöhnten dafür, dass sie letztendlich selbst nicht mehr wusste, wen sie vertrauen kann. Sie hat uns erzählt, dass dieses Erlebnis der Grund sei, weshalb sie den Gedanken Freundschaft abgeschworen habe. Wir begegnen Viridium, nachdem sich all dieses bereits ereignet hatte. Als wir ihr von unserer Forschung zum Riesengletscher erzählt haben, berichtet sie uns, was damals zugetragen hatte. Sie bat uns, sie mit auf die Reise zum Riesengletscher zu nehmen. Die Geschichte mit Keldeo scheint immer noch an ihr zu nagen. Sie hofft wahrscheinlich, die Ereignisse von damals besser zu verstehen und verarbeiten zu können, wenn sie jeden Ort mit eigenen Augen sieht. Daher glaube ich ihr kein Wort, wenn sie sagt, dass sie nicht unbedingt dorthin will. Insbesondere jetzt, wo sie so aufgetaut ist. Hä, aufgetaut? Ja, kein Vergleich zu der Viridium von damals. Ich schätze, dass wir das ihrem Aufenthalt in Raststadt zu verdanken haben, euch kennengelernt zu haben und Team Zero auch beigetreten zu sein. All das scheint ihr das Vertrauen in andere zurückgegeben zu haben. Und trotz allem... Oh, Viridium, was geht bloß in deinem Kopf vor? Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall nicht tatenlos zusehen, wie Viridium sich Gelegenheit entgehen lässt. Sie wird auf jeden Fall mitkommen. Harte Worte. Ja, das ist also der Grund, weshalb Viridium keine Freundschaften schließen möchte. Aber dieses Keldeo ist mir schon einer, ey. Lügt Viridium einfach so an, ey. Dass er zum Riesengletscher geht, damit er sie los wird. Das geht absolut nicht. Nanu, ich dachte, du kannst Viridium nicht ausstehen. Ganz recht. Ich kann ja auch ein bisschen ausstehen, ne? Aber es ändert nicht die Tatsache, dass Keldeos Verhalten unmöglich ist. Natürlich wollte ich Viridium auch nicht zum Riesengletscher gehen.
aber sie zog es dann vor, zu behaupten, im Paradies zu bleiben. Es ist meine Schuld. An jedem Abend. Ich hoffe, dass die Reise zum Gletscher dir auf deinem Weg weiterhelfen wird. Sehr schöne Melodie im Hintergrund. Meine Unterstützung ist dir sicher. Ganz im Ernst? Ja. Leg dich ins Zeug, du Miesel. Ja, jawohl. Ich werde alles geben. Du wirst stolz auf mich sein, Viridium. Alle werden Augen machen. Hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Viridium hat wahrscheinlich nur gesagt, dass sie im Paradies bleiben will, damit ich meine Chance bekomme. Aber Viridium ist diejenige, die mit zum Riesengletscher gehen sollte. Leute, ich denke, Nachtara hat recht. Ich denke, Viridium sollte mit zum Riesengletscher gehen. Dummiesel, du! Mein Entschluss steht fest. Ich bleibe hier. Warte, halt, stopp! Immer mit der Ruhe, ja? Aber Emolga hat recht. Ganz egal, wer zurückbleibt. Wir anderen werden deswegen Gewissenbissen haben. Niemand sollte seine eigenen Gefühle zur Verleugnung, wie es Viridium tut. Und das gilt auch für dich, Dummiesel. Ich hab's. Wir könnten doch losen. Losen? Na klar, wir ziehen lose und bestimmen so, wer gehen darf und wer nicht. Viridium zieht auch ein Los. Und derjenige, auf dem das Los fällt, der muss im Paradies bleiben. Denn wenn jemand freiwillig zurückbleibt, belastet das doch nur die anderen. Ah, da ist es doch besser, wenn wir das Glück entscheiden lassen, oder? Lose ziehen. Das ist vielleicht wirklich die beste Lösung. Und wenn das Los auf Viridium fällt, dann bleibt sie letzten Endes doch hier. Wenn das passiert, muss ich eben nach Tara und Tiana überreden. Die Lose kann ich heute Abend machen. Was sagst du dazu, Morpho? So richtig begeistert bin ich ja nicht von der Idee. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Dann sind wir uns sehr einig. Bis morgen, bis die Lose fertig sind. Und ich habe jetzt die Theorie, dass Emolga dadurch hier bleibt. Ganz klar. Also, glücklich bin ich damit zwar nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Wenden wir uns heute wieder der Arbeit zu. Die Entscheidung fällt dann morgen. Ja, Leute. Ich glaube immer noch, dass es so fallen wird, dass Emolga hier bleibt. Und jetzt wurde irgendwie mein Entschluss bestätigt. Indem ihm diese Lose gezogen werden. Da wird, glaube ich, ganz heimlich, weil Dummiesel hat was mit der Story zu tun. Viridium hat was mit der Story zu tun. Jetzt durch Keldeo. Und Emolga ist nur Batman. Der hat nichts zu tun. Deswegen glaube ich das einfach mal. Aber bevor wir Mission machen, wollten wir noch erstmal unser Haus ausbauen bei Strepoli. Und zwar wollten wir eine neue Erschließung machen. Und zwar, wir noch das Flussufer war das, oder? Ich meine schon, dass das so hieß. Wir haben ja letztes Mal Quellwasser gesammelt extra dafür. Genau, kühles Flussufer. Alles klar, ich mache daraus folgendes. Kühles Flussufer, einverstanden? Klar. Jetzt gehen sie dahin, oder was? Bin mal gespannt, wie das aussieht. Der Abschnitt wurde erschlossen zu kühles Flussufer. Why? Lass mal sehen hier, Alter. Damit wäre die Erschließung abgeschlossen. Mach dir doch selbst ein Bild davon. Kann ich sonst irgendwas tun? Nee, danke. Verstehe, dann halte dich an. Ja, Mann, komm einfach wieder irgendwann. So, zeig mal her hier. Wo ist denn hier? Da oben ist das ja, ne? Wow! Alter! Ich wollte gerade sagen, meine ganzen Einrichtungen sind weg, aber die sind ja noch alle da. Schatztaucher und sowas. Genial. Oh, Leute, das wird immer geiler, das Feature mit den Ausbauen, ey. Es gefällt mir richtig. Jetzt sogar hier sogar einen Fluss durchziehen, ey. Spoilert mir bitte nicht, was noch alles kommt, ey. Ich will diesen Laidback-Effekt haben, ey. Wenn ich das hier so... Boah, halber Orgasmus hier, ey. Geil. Hier ist leider auch nichts. Das müssen wir auch noch irgendwann erschließen. Aber die größere Ebene hier ist ja erstmal wichtiger. Können wir sonst noch irgendwas ausbauen? Lose ziehen können wir erstmal, genau. Willkommen bei Bingo! Sofort los. Man kann da... Ja, komm, wir benutzen Preisticket. Okay, komm schon. Also dann, such dir bitte eins heraus. Blaues, rotes, los. Rot, blau oder gelb? Ich sag...
Ich wollte grün sagen. Oh Mann, das geht nicht. Ich nehme blau. Blau ist nämlich like a Baus. Ein blaues Los. Ein wahrscheinlich beruhigendes Blau. Ja, du nimmst also das blaue Los. Ja, dann wollen wir mal sehen. Hui, das ist ein Preisgewinn. Herzlichen Glückwunsch. Okay, und was? Konfetti. Ein Taubsamen. Okay. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen komisch. Ich nehme jetzt mal das Rote los. Und ja, ich guck mal, ob ich was gewinnen kann. Und einen Preis gewinnen. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ein Sichtsamen. Das ist alles Scheiße, was ich bekomme. Nee, ich will jetzt was anderes machen. Was gibt's denn noch? Überraschungslos, genau. Ach, dann muss ich eins kaufen, oder was? Nee, da habe ich keine Lust zu. Da mach ich nicht. Ich mach noch ein Rubbel los. Da kann man ja auch was gewinnen. 100 Poke kostet das, okay. Aber dafür können wir was gewinnen, Leute. So, Rubbel los. Rubbel, 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 Rubbel. Oh, ich habe gleich verkackt, oder was? Ich will nicht verkacken. Okay, einen Stern habe ich schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Komm, Stern, 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 Stern. Oh, ich habe jetzt einen Fluchtorb gewonnen. Streuorb mal 2 hätte ich bekommen bei 3. Na, ärgerlich. Ich bin nur am Verkacken, Leute, ey. Das geht gar nicht klar. Oh, Mann. Na, ich möchte sonst keine Los mehr kaufen. Wir können ja gucken, was wir sonst noch kaufen können. Kaufen, soll ich gerade sagen. Ausbauen können. Aber wo? Wo haben wir noch Schilder genug? Und Sinelbeeren können wir auch mal wieder einpflanzen, damit wir wieder da ein bisschen was haben. Was geht ab? Hey, ja, Sinelbeerenfelder. Hier kannst du Item Sinelbeeren anbauen und sowas, ne? Ja, ich will ein paar säen hier, ey. Ja, plop, plop, platsch, platsch. Super, und die wurden eingepflanzt, sehr schön. Gibt's auch ein Belebersamenfeld später? Das würde mich interessieren, ob es das gibt, weil das wäre geil. Schatztauchen, habt ihr gesagt, ist geil. Mache ich auf jeden Fall offscreen nachher mal. Deswegen, also, das will ich auf jeden Fall machen. Hier kann ich was bauen. Strebepulli rufen. Und was willst du für eine Einrichtung bauen? Ja, weiß ich jetzt noch nicht, Alter. Chill dein Leben. Wir können hier ein Wunder. Ein Dojo will ich mal bauen. Wir sehen, wie das aussieht. Und zwar will ich ein Drachendojo. Einfach zu gucken, wie das aussieht, okay, Leute? Ihr habt gesagt, das ist total unnötig, aber es sieht stylisch aus. Von daher, bauen wir es. Räums, räums. Komm schon, schneller, 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 schneller. Reisen nach Jerusalem. Das sieht geil aus. Jetzt ist da doch Kupauno, oder? Oder Kapuno? Genau, Kapuno muss das sein, ne? Ja, Kapuno, wuhu. Strebepulli hat mir früher mal bei einer geschäftlichen Sache geholfen. Jetzt habe ich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass er hier wieder arbeitet. Okay. Brauchen wir zwar nicht, aber sieht chillig aus, oder? So ein Kapuno und ein Milzer. Chili Vanille, ey. Okay, Leute, wir machen noch kurz eine Mission. Um wieder ein bisschen was Lustiges im Part zu haben, deswegen. Oder ich könnte mal auch ganz kurz zu Echnatron nochmal gehen, um zu gucken, was wir kriegen für die Goldbahn, die wir zurzeit haben. Wir haben ja schon 15 Stück, oder? 13 Stück haben wir, ja, okay, es geht eigentlich. Es ist nicht gerade viel, aber auch nicht gerade wenig, meiner Ansicht nach. Deswegen gehen wir einfach mal hin jetzt hier. Echt na toll. Hey, was geht ab? Absolut toll, der Riesengletscher. Also, euch erwartet wieder ein tolles Abenteuer, meine Lieben. Ho, ho, ho. Falls euch wirklich gelingen sollte, den Riesengletscher zu überqueren, bringt möglichst viele Goldbarren mit. Ja, mach ich doch. Alles klar, soweit. Blitze blanke Barren aus Gold für Glück. Willkommen. Ja, hi. Ja, ist okay, Alter. Ja, ist okay. Ja, 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 ja. Und ich möchte kein Geld tauschen. Ich will hier Items haben. Belebersamen. Also für 13 können wir uns schon... Alter, ey, TMs sind mega teuer hier, ey. Was machen diese Fahnen denn? Ach so, das ist sowas wie ein Schal, also, okay. Belebersamen gibt es hier sehr günstig. Goldlos. Muss man Goldlos kaufen? Level Plus, da gibt es auch. Sehr schön. Treffer-Memo. Ich würde sagen, wir kaufen uns ein Goldlos. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir da was Geiles, ja. Ist jetzt vielleicht total scheiße von mir, aber hey Leute, ich will Spaß haben im Game. Und da geht auch mal, da muss ich auch mal sowas machen. Heuristic, ey, hier. Deswegen, auch wieder dahin, dann machen wir gleich noch ein Mission und dann sind wir auch schon am Ende des Parts. Ist auch schon lang genug eigentlich, deswegen. Also, ihr habt ja gesagt, ich wollte längere Parts haben. Und wenn ich gerade Zeit habe, ich habe nämlich gerade Zeit und Lust. Und dann mache ich das auch mal gern, deswegen, also. Weil so dem Support, was dieses Projekt von euch bekommt, ja, das ist richtig krass. An Kommentaren, Likes und
aufrufen, deswegen, das ist krass und deswegen will ich euch mal ein paar längere Parts auch mal geben, deswegen. Und dann geht's auch mal hier los an Bingo-Spielen hier. Herzlich willkommen beim Luststand. Sofort los. Ich will keinen Preistag benutzen. Ich will mal Goldlos benutzen. Habe ich das recht dabei? Habe ich doch. Oder kann ich das noch nicht? Muss ich ihn das dafür ausbauen? Okay. Ja, ist okay. Ich weiß das doch. Ja, Vegimark. Das ist mir schon klar. Ich wollte nur gucken, ob ich hier vielleicht noch was ausbauen kann oder sowas. Ich hab das Falsche angeklickt. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Der Brokkoli-Affe lässt mich nicht in Ruhe, Leute. Isst ihn mal auf, weil ich mag das nicht. Also ich mag den Affen nicht und Brokkoli mag ich auch nicht. Ja, okay, lass mich. So. Schild genau. Wir rufen mal Strebkugel. Gucken, was er jetzt macht. Ausbauen. Okay, dafür brauchen wir noch aber ganz viel. Oh Gott. Brauchen wir noch alles für. Ja. Oh, du hast nicht genug Baumaterial. Okay, das kann man also auch machen. Also kann ich dann wahrscheinlich das Goldlose kaufen. Fail Mania. Oh Mann. Oh, da habe ich mir extra das Goldlose gekauft, ne? Fail, ey. Fail. Egal, da haben wir wenigstens schon mal ein paar. Kann ich wenigstens ablegen jetzt. Und haben noch 10 Goldbarren. War als gewollt, ne? Damit wir eine gerade Zahl haben, Leute. So, Items. Ablegen, alles natürlich wieder. Deswegen, ich habe nie Bock, irgendwelche verlieren, falls ich sterben sollte oder falls ein Teampartner sterben sollte. Deswegen lege ich mal alles schön, wie es sich gehört, ab. Ne? Ach, wohl eine Siebenbeere kann ich wohl entbehren. Die kann ich wohl mitnehmen, falls irgendwas sein sollte. Und Geld natürlich sollte auch noch abgelegen. Achso, wir haben gar kein Geld bekommen? Alter, warum nicht? Im Infobrett, was gibt's hier für Jobs gerade? Jobs. Ich habe gerade Lust auf Job. Eine, der auch nicht so lang ist. Aber einen 3 Sterne würde ich ganz gerne haben. Ebene 8. Oh, das wird lange. Ein 8er gibt es hier gar nicht mehr. Ein 3er, ne? Außer jetzt den einen da. Nicht, ah, doch den hier. Der ist Level 7. Kargschlucht. Ne, habe ich auch keine Lust zu. Ich will eine 5er machen. Eine 5er, eine vernünftige aber. Oh Mann. Ja, komm, wir machen die hier, ja. Deswegen, das ist auf Ebene 4, das ist ein 2-Sterne-Rang. Das geht eigentlich voll klar, meine ich. Ja, da gehen wir hin. Komm mal, Jobportal auf hier. Zack. Und viel Erfolg. Jawohl, Dankeschön, Azumarill. Und auf dem Weg wollen wir da hingehen. Jammertal, E1. Jawohl, da haben wir ja im vorletzten Part, um Tiana zu retten und Kraftbahn nicht mal aufgehoben. Das heißt, das ist unser neues Item, was wir bekommen gleich. Yay. Okay, wo ist das? Wo ist das Pokémon mit Kraftband? Ich will Kraft sein. Ich will Kraftschlag sein und so. Gib mir das Kraftband her. Ich weiß keiner, wo das sein soll. Okay. Wir suchen einfach den Ausgang an. Und kein Radium, battle dich da nicht. Aus, pfui, bleib hier. Ihr habt irgendwie gesagt, dass es irgendwie sein kann, dass ich bei Teamtaktiken irgendwie was Falsches angekreuzt habe. Aber ich habe da nichts geändert, deswegen wundert mich das. Ich glaube, das ist alles immer von Anfang an, wir sind ein Team. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen deswegen, warum die dauernd auf einmal so aggressiv alles angreifen, was in den Weg kommt. Aber ist auch egal. Baumwollsaat, ich gebe dir hier einen Kick, Alter. Zack und down. Okay, und ein Fledermaus, hier der Batman. Aber Batman! Und Level 20 für Emolgai hier. Nice. Da haben wir schon mal ein schönes 20er Pokémon mit dem Viridium. Das ist schon mal sehr schön. Wir sind noch Level 17 leider, ich und MV, aber das wird natürlich auch noch bald kommen. Und normales Tempo haben wir wieder erreicht. Wusste ich gar nicht, dass wir ein anderes Tempo erreicht haben, ey. Und das war's auch schon, oder was? Ne, MV Level 18, jawoll. Endlich ist er volljährig. Und lädt eine neue Attacke. Elektroball. Wow. Guckt euch das mal an, ey. Durch dieses Aufpowern von Ruckzuckip hat Ruckzuckip schon so viel Schaden. Aber Elektroball so wenig noch. Chillig. Auf jeden Fall wird Elektroball beigebracht für Dönerschock. Ja, für Dönerschock. Das funktioniert dann. Obwohl Elektroball... Elektroball macht ja so viel Schaden, wie das Pokémon Initiative hat. Oder sowas war das, glaube ich, ne? Ich weiß nicht ganz genau, was für eine wie das jetzt an Schaden macht. Aber ich glaube, bei PMD ist eh alles anders. Von daher ist das egal. Ne? Ja, ist okay.
Oh, desto schneller das Pokémon ist, desto mehr Schaden macht es, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, Leute. So ein Special, glaube ich, von Pikachu. Pikachu! Aber ist egal, wir werden jetzt hier einfach ganz normal weiter. Und werden dann dafür nach oben gehen, weil da oben ist die einzige Möglichkeit, weswegen noch. Das klang ja echt brutal. Pikachu? Nein, Morpho, das Kraftband, jawoll! Super Morpho, also wir haben doch das gesammelt, was wir haben wollten. Das freut mich schon mal an Ausdauer. Wir können ihn nicht töten, das heißt, sehr badass. Dann machen wir Kratzer. Und jetzt ein Doppelhieb. Bams und down. Ja, und Viridium tritt das Ding erstmal kaputt hier mit ihren Stöckelschuhen. Oder weiß ich nicht, was Viridium für Schuhe hat. Ist ja eine Lady immerhin. Ne? Das sollte man ja nicht vergessen. Und zack, da ist der Lenko bei uns im Team. Bloß als eben als gegnerisches Poke. Und die Musik gefällt mir immer noch vom Yamata. Ihr habt gesagt, das ist mit einer der besten Musiken überhaupt. Kann ich zustimmen. Also ich finde die Musik ziemlich chillig, ey. Deswegen das Wichtigste bei PMD ist immer die Musik meiner Ansicht nach. Beziehungsweise meiner... Ja, ich finde die Musik eigentlich immer sehr wichtig. Weil bei jedem PMD war bisher die Musik richtig geil. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, soll ich PMD für die Wii auch Let's Playen? Es gibt da so einen schönen japanischen Teil, der nur für die Wii rausgekommen ist. Beziehungsweise nur in Japan. Und... Ob ich den jetzt playen soll für euch, Leute? Ich habe ja eine HDP 4R, das heißt, ich könnte den jetzt playen und dann auch mit besserer Grafik und Qualität als hier. Deswegen schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich interessieren, Leute. Deswegen hatte ich echt Bock drauf. Und da haben wir schon den Ausgang zur nächsten Ebene. Also, neues Pokémon-Dungeon. Beziehungsweise ein neues Pokémon-Mystery-Dungeon für die Wii. Deswegen, das kennen ein paar Leute. Ich kannte es vor kurzem auch nicht. Das hat mir der gute Darky damals gesagt. Und ich hab da echt Bock drauf, Leute, ey. Also, neues PMD. Ihr wisst ja, ich bin PMD-Liebhaber. Toller Samen, der liegt da auch schon. Das heißt, wir brauchen ihn auch gleich hier einsammeln. Sieh, der glitzert da ja. Das heißt, der ist das. Boah, Funksprung sieht ja mega chillig aus, ey. Er riecht... Und Batman hier, unser badass Batman Emolga. Sehr schön. Und ja, ja, ist okay. Lass mich hier den Vitallauf einsammeln. Vital, abnehmen und leckeres Essen. Nein, das ist nicht. Und wir nehmen den tollen Samen mit. Gesuchtes Item gefunden. Gut gemacht hier. Zackalacka. Akkus bei leer, meine Freunde. Das heißt, wir müssen gleich den Part beenden und deswegen verlassen wir den Dungeon. Sehr schön. Wow. Ja, Expedition gemeistert. Sehr schön. Mit Bravour erledigt sogar. Und Irokex, wow. Danke, dass ihr tollen Samen für mich besorgt habt, Alter, hier. Oh, tolle Samen, ey. 250 und 2 Handen Quellwasser, sehr schön. Was gibt's noch? Stabile Efeu. Ja, war jetzt alles nicht so, war alles Standard so ein bisschen, ne? Um Single Orb kenne ich jetzt gar nicht. Und 60 Power Dice Points. Wir sind gerade im Goldrang, Leute, also falls ihr es wissen wollt, wir sind ziemlich nah dran. Und wir wollen speichern, das heißt, es geht im nächsten Part sofort weiter mit einem Dialog, Monolog, wie auch immer, meine Freunde. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mir wissen mit einem Kommentar oder einer Bewertung. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Zero.